Herzlich willkommen bei Twin Bush Germany. Seit 1997 Ihr kompetenter Spezialist in Sachen professioneller Kfz-Werkstattausrüstung. Mit Unternehmenszentrale in Deutschland und 9 weiteren Niederlassungen in 7 Ländern sind wir einer der führenden Hersteller von Kfz-Hebebühnen, Reifenwucht und Reifenmontagemaschinen. Hallo, wir zeigen euch jetzt, wie man die TWLEDR von Twin Bush richtig aufbaut. Heute zeigen wir Ihnen die Montage einer TWLEDR. In unserem Fall soll die Lampe an Ketten aufgehängt werden, allerdings kann die TWLEDR auch direkt an der Decke befestigt werden. Ihre TWLEDR wird in 2 Paketen geliefert. Öffnen Sie die Pakete und entnehmen Sie die Teile. Lesen Sie die Anleitung vor dem Aufbau sorgfältig durch. Im Lieferumfang sind 6 Leuchtleisten, 4 Eckverbinder, sowie das Montagematerial mit Schellen, Dübeln und Schrauben enthalten. Beachten Sie bei der Vorplanung, dass nur eine der 6 Leuchtleisten über einen Ausgang für den Stromanschluss verfügt. Für eine saubere Montage der Lampe empfehlen wir vorab, die Position der Lampe am Boden zu planen. Anschließend können die Eckpunkte des Plans mit einem Lot an die Decke übertragen werden. Dazu ein paar Überlegungen. Fertig montiert nimmt die Lampe ein Rechteck mit den Seitenlängen 4,89 Metern und 2,54 Metern ein. Für die Montage der Lampe ist jedoch die Mitte der Lampenelemente ausschlaggebend. Aus der Breite der Lampenelemente ergibt sich das etwas kleinere Montagerechteck von 4,82 Metern mal 2,47 Metern. Dieses Rechteck werden wir nun auf dem Boden markieren und anschließend auf die Decke übertragen. Überlegen Sie sich als erstes, wo die Mitte der Lampe im Raum liegen soll. Dies ist zum Beispiel die Mitte der Hebebühne. Anschließend legen Sie eine Mittelachse für die Lampe fest. Diese ist abhängig von der Ausrichtung der Hebebühne oder den Wänden. Markieren Sie Mitte und Mittelachse zum Beispiel mit einem Seil. Ausgehend von dem Mittelpunkt können Sie nun die vordere und hintere Kante des Montagerechtecks auf der Mittelachse abtragen. Prüfen Sie, ob die Vorderkante und Hinterkante der Lampe Sinn ergeben und die Lampe nirgends anstoßen wird. Stimmt soweit alles, können die 4 Eckpunkte des Montagerechtecks markiert werden. Am einfachsten geht das mit einem Seil, das Sie an dem Mittelpunkt befestigen. Messen Sie dann mit einem Zollstock 2,75 Meter ausgehend von der Mitte an dem Seil ab. Das ist die Strecke, die alle Eckpunkte des Montagerechtecks zur Mitte haben. Markieren Sie die 2,75 Meter an dem Seil und messen Sie nochmals 1,23 Meter an dem Seil ab. Das entspricht der Hälfte der Breite des Montagerechtecks. Markieren Sie auch diese Stelle am Seil und befestigen Sie das Seil an dieser Stelle an der zuvor gemessenen Vorderkante. Nun können durch Spannen des Seils die vorderen beiden Eckpunkte des Montagerechtecks bestimmt werden. Auf die gleiche Weise lassen sich dann auch die beiden hinteren Punkte bestimmen. Haben Sie sauber gearbeitet, ergeben sich vorne und hinten gerade Linien mit einem rechten Winkel zu der Hauptachse. Sie können zusätzlich nochmal die Punkte über Kreuz messen und kontrollieren, ob die Längen gleich sind. Ist das Rechteck sauber am Boden markiert, können die Eckpunkte mit einem Lot an die Decke übertragen werden. Für ein leichteres Arbeiten übertragen wir das Montagerechteck mit einem Schlagseil auf die Decke. Zeichnen Sie die Positionen der Aufhängungspunkte entlang der Markierung ein. Bohren Sie an den markierten Punkten die Löcher für die Aufhängung. In unserem Fall soll die TWLEDR mit 12 Ketten montiert werden.
Befestigen Sie die Haken der Lampenaufhängung mit Dübeln an der Decke. Messen Sie, wie tief die LED-Lampe von der Decke abgehängt werden soll. Kürzen Sie dann die benötigten Ketten für die Aufhängung auf die richtige Länge. Befestigen Sie die Ketten mit M5-Schrauben, Unterlegscheiben und 8 mm Muttern an den Aufhängerclips. Befestigen Sie die Clips nun an den Leuchtleisten. Für eine leichtere Deckenmontage werden zunächst drei Leuchtleisten am Boden miteinander verbunden. Führen Sie die Kabel der Leuchtleisten durch das Verbindungsstück. Verbinden Sie die Kabel der Leuchtleisten. Dazu werden jeweils die roten sowie die rot-schwarzen Kabel ineinander gesteckt. Befestigen Sie nun die Flachverbinder an den Leuchtleisten. Für die Montage der Flachverbinder benötigen Sie die mitgelieferten M5x6 mm Schrauben, sowie einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Schieben Sie die beiden Leuchtleisten zusammen und befestigen Sie die Flachverbinder auf der anderen Leuchtleiste. Jetzt werden die Eckverbinder mit den Leuchtleisten verbunden. Verbinden Sie die Kabel der Eckverbinder mit den Kabeln der Leuchtleisten. Befestigen Sie die Eckverbinder mit den Flachverbindern an den Leuchtleisten. Verfahren Sie mit den weiteren Elementen wie zuvor beschrieben. Schließen Sie den zweiten Eckverbinder an der anderen Seite der Leuchtleiste an. Nun kann das erste Teilstück der Lampe in den Haken an der Decke eingehängt werden.
Im nächsten Schritt werden zwei weitere Lampenelemente zunächst am Boden zusammengebaut. Flachverbinder befestigen. Leuchtleisten verbinden. Eckverbinder an der Leuchtleiste anbringen. Lampenelemente an der Decke einhängen. Die letzte Leuchtleiste kann nun an der Decke montiert werden. Zunächst werden die Lampenelemente von oben mit den Flachverbindern verschraubt. Kabel verbinden. Klippen Sie die Leuchtleiste an die Deckenaufhängung. Nach dem Anschluss der Leuchte durch eine Elektrofachkraft ist die Montage Ihrer TW-LEDR-Deckenleuchte abgeschlossen.